Ja, herzlich willkommen zu diesem ersten Video in meinem WordPress-Kurs. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und wie in meinem Eröffnungsvideo versprochen, geht es auch gleich los. Wir werden uns jetzt eine WordPress-Webseite installieren mit einem Klick auf meinem Server. Dazu möchte ich dich bitten, dass du hier auf kostenlose WordPress-Webseite erstellen klickst. Dann kommst du auf meinen Webseitengenerator und hier musst du jetzt nur ein Präfix eingeben. Du kannst deinen Namen eingeben, du kannst aber auch jeden anderen Text eingeben. Das bleibt dir überlassen. Aus diesem Präfix wird jetzt eine Subdomain erstellt. Das heißt, das Präfix kommt hier vorne hin: kurstest.wp-websitebuilder.com. Auf dieser Subdomain wird dann eine WordPress-Webseite installiert, auf der bereits all diese Premium-Plugins vorinstalliert sind. Das sind die Plugins, über die ich in meinem Kurs sprechen werde. Ich bitte dich also, diese Webseite zu erstellen, denn dann haben wir genau den gleichen Stand. Alle Kursteilnehmer und ich haben den gleichen Stand einer WordPress-Webseite und dann macht das Schulen einfach mehr Spaß und auch mehr Sinn, denn was ich dann erzähle, kannst du ganz einfach nachvollziehen, denn du hast genau die gleichen Funktionen. Mit dieser Webseite bekommst du auch einen Account auf meinem Server. Das heißt, du kannst dich dann auf meinem Server einloggen, du kannst Datenbanken erstellen, du kannst weitere Webseiten erstellen, du kannst Subdomains erstellen, alles kein Problem. Ich möchte dich jetzt nur noch bitten, dass du hier dich entscheidest, ob du einen einfachen Server-Account brauchst. Das heißt, du erstellst jetzt eine Webseite für dich oder auch du kannst auch zwei oder drei Webseiten erstellen, kein Problem. Oder bist du sogar interessiert an meinem Business-Konzept, das heißt, du möchtest WordPress zu deinem Beruf machen, dann setz hier den Haken, du bekommst einen Reseller-Account. Über diesen Reseller-Account kannst du dann eben Sub-Accounts anlegen, was mit einem normalen Account nicht geht. Dann gehst du hier auf Webseite erstellen und hier bekommst du auch direkt deine Zugangsdaten. Ich möchte bitte, dass du dir hier diese Zugangsdaten kopierst und diese in einem Word-Dokument oder in einem anderen Textdokument abspeicherst, damit du jederzeit darauf zugreifen kannst. Rechte Maustaste kopieren und dann in ein File einfügen. Jetzt musst du ein bisschen warten, es dauert circa 15 Minuten. Es passiert alles automatisch. Die Webseite wird angelegt, dein Account auf meinem Server wird angelegt, die Datenbank wird angelegt, alle Plugins werden installiert und so weiter. Und das dauert circa 15 Minuten. Hol dir einen Kaffee und in 15 Minuten kannst du dich dann einloggen. Okay, die 10 Minuten bzw. 15 Minuten sind bei mir jetzt um, deswegen möchte ich dir zeigen, wie du dich einloggen kannst. Du hast einmal den Webseiten-Login. Kopiere einfach die URL in deinen Browser. Hier kannst du dich mit den Zugangsdaten hier direkt einloggen. Okay, du hast eine Webseite mit allen Plugins, wie du sehen kannst. Dann kannst du dich auch gleich in den Server einloggen. Du hast dann entweder einen normalen Kundenzugang oder eben wie in diesem Falle sogar einen Reseller-Account und kannst dann eben Abonnenten erstellen und auch Service-Pakete schnüren. Und als guter Letzt bekommst du auch eine E-Mail-Adresse und kannst dich hier über den Webmailer, dein eigener Webmailer, einloggen, um deine E-Mails abzurufen. Okay, damit ist dieses erste Video zu Ende. Du hast jetzt eine Webseite, mit der wir arbeiten können, auch einen Server-Account. Ich wünsche dir viel Spaß. Bis zum nächsten Video.